Nils hat im Internet gelesen, 500-Euro-Scheine seien jetzt wertlos und man kann sie entsorgen lassen. Nils denkt an seinen Opa. Muss sein Opa Wolfgang jetzt seine Ersparnisse wegschmeißen? Natürlich nicht. Richtig ist, der EZB-Rat hat beschlossen, ab 2019 keine 500-Euro-Banknoten mehr auszugeben. Es gibt also keine neuen 500er mehr. Aber wer wie Opa Wolfgang noch 500er-Scheine hat, kann damit weiterbezahlen oder sie unbefristet bei der Bundesbank gegen andere Banknoten eintauschen. Opa Wolfgang ist glücklich, seine Ersparnisse behalten also ihren Wert. Übrigens kann er auch immer noch seine alten D-Mark-Scheine bei der Bundesbank in Euro umtauschen. Keine 500er mehr? Nils findet das schade, auch wenn in seinem Geldbeutel noch nie ein 500er war. Denn er zahlt ohnehin lieber passend.